Ah, sieh mal an, die Geschichte spielt also in Tokio und in Kanagawa? Warum gerade Kanagawa? Haben Sie einen speziellen Bezug zu diesem Ort? Na, ganz einfach. Als Kind habe ich mal eine kurze Zeit dort gewohnt. Ach ja? Was für ein Zufall. Das ist ja wirklich interessant, denn unser Mima hier kommt nämlich aus Kanagawa. Ja, das ist wahr. Ach so, das habe ich mir schon fast gedacht. Eins ist schon mal klar. Herr Igarashi ist wirklich ein aufmerksamer Beobachter. Hat er das gerade anhand einer Ausdrucksweise geschlussfolgert? Autoren haben ja bekanntlich eine gute Menschenkenntnis. Mit Psychologie kenne ich mich aus. Also, Herr Mima, werden Sie dieses Jahr 27? Hä? Ja, das werde ich. Steht hier etwa mein Geburtsdatum? Nein, da steht nichts. Und Sie waren nicht zufällig an der Hayama-Grundschule? Hä? Ihre Beobachtungsgabe ist echt außergewöhnlich. Ich war auf der Hayama. Erinnern Sie sich an Herrn Tanaka, Ihren Klassenlehrer? In welcher Klassenstufe war das? In der vierten. Genau, stimmt, er hat recht. In diesem Jahr haben Sie jedes Buch der Bibliothek gelesen, das Sie interessant fanden. Hä? Genau so ist es gewesen. Aber woher wissen Sie das denn alles? Woher weiß ich das denn wohl? Sind Sie etwa ein Hellseher? Und das ist noch längst nicht alles, was ich weiß. Moment mal, die beiden kennen sich doch.